Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 17 von This War of Mine. Ja, letztes Mal waren wir. Oh, was ist jetzt passiert? Gut, das schneiden wir gleich raus und dann passt das wieder mit euch. Für euch mache ich Schwatt. Dann fühlt sich gut an, lebendig zurück zu sein. Ja, das war alles, aber mehr auch nicht. Und das ist jetzt wirklich nicht so toll, ne? Ja, was haben wir hier? Ja, die Suche war toll, aber richtig super war die auch nicht, weil Munition haben wir drei gebraucht. Da ist immer noch der Bug drinne. So, gucken wir mal. Was sagt Pavel denn? Wir müssen sicherstellen, dass wir genug zu essen haben. Ja, das weiß ich wohl auch, Pavel. Bruno, was sagt Bruno? Wir müssen, ah nee, das ist Marin, das ist nicht Bruno. Wir müssen mehr Essen finden, wenn wir hier nicht verhungern wollen. Unser Koch sagt nix. Und was sagt Katja? Katja ist irgendwas uns am Erzählen. Aber blinkt und ist nichts da. Auch komisch. Naja, Katja, dann alles prima. So, schwer verletzt, erholt sich. Bruno sitzt auf dem Stuhl. Maren ist da. Okay. Da ist auf jeden Fall was drin. Das können wir mal rausholen. Pavel ist leicht verletzt, müde und hungrig. Und ja, müssen wir wieder einen reintun. Das wäre jetzt Blödsinn, das nicht zu tun, ne? So, Pavel ist hungrig. Maren ist sehr hungrig. Das heißt, wir machen jetzt, kochen jetzt mit Bruno was zu essen, wenn es denn da überhaupt geht. Ja, herstellen, was wollen wir machen, ne? Und Maren isst das dann. Weil der sehr hungrig ist. Die anderen sind erstmal nur hungrig. Komm, Maren, mach mal Gas. Weil du bist auch gleich mit anderen Dingen noch dran, ne? Irgendwie brauchen wir noch was. Ja, das ist das gleich schon weg. Und dann kann Maren auch hier in die Werkbank gehen und gucken, ob wir irgendwas tun können. Schlafen, Ofen, Wasserfilter. Ja, ich glaube, das ist jetzt momentan etwas, was wir herstellen sollten. Hungrig und müde. Dann geh du mal schlafen. Was sind da unten noch? Maren bastelt gerade noch. Bruno, geh doch mal gucken, was das ist. Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Dann bauen wir da rein, Maren. Und was ist das hier unten? War das da schon immer? Wasser. Ach so, das ist jetzt Maren. Und hier unten, was finden wir da jetzt noch? Ach, okay, da ist noch Feuerholz und Holz. Gut. Ja, es wird kalt. Fuck, Maren macht da jetzt weiter. Du sitzt dich auf den Stuhl. Nein, du setzt dich trotzdem noch auf dem Stuhl. Weil hier wollte ich jetzt Maren gerade hinschicken und gucken, was da machbar ist. Da brauchen wir Gemüse. Bestandteile für. Können wir Dünger herstellen. Können wir das upgraden? Nein, können wir nicht. Da fehlt uns die Lampe. Teile in allen Formen. Dann könnten wir Gemüse anbauen. Das wäre sehr wichtig. Komm mal rein, geh mal dahin. Kann man Spaten machen, eine Brechstange. Kann aber leider keinen Dietrich machen. Verlassen.
Können wir auch nicht machen, bringt also auch nichts. Na, eine Falle geht leider auch nicht, fehlen uns auch Zahnräder. Der Ofen, ja, müsste man schon, ne? Verlassen wir mal gerade und sind noch 14 Grad, okay. Das wollen wir erst noch aushalten können. Die Falle, die wäre schon wichtig, ne? Andere Möglichkeiten. Oh, wir können hier noch eine Tür bauen. Aber da fehlen uns auch zig Sachen. Und das andere funktioniert auch alles nicht. Das ist daraus, das ist aus Holz. Machen wir mal 3 Stück aus Holz. Dann war es das hier auch schon wieder, oder wie sehe ich das? So, Katja ist hungrig, schwer verletzt, erholt sich und ist traurig. Verband haben wir keinen mehr. Hungrig und müde. Hungrig. Pavel ist noch müde. Bruno geht schon mal dann da unten hin, weil Pavel, der muss ja jetzt mal langsam ausgeschlafen sein, oder? Ist auch noch leicht verletzt. Ja, wir müssen über den Ofen nachdenken, das ist mir auch klar. Wasser ist auch gleich vorhanden. Pavel ist jetzt leicht verletzt, dann kann Bruno sich hinlegen. So, Pavel, setzt du dich auf den Stuhl. Okay, da können wir nochmal das einsetzen. Herstellen. Ja, und dann sind wir auch schon wieder auf dem Weg, ne? Bruno ist noch müde. Ja, Maren wird Wache halten. Und Pavel plündert dann wieder, ne? Ja. Machen können wir, glaube ich, nichts mehr. Filter können wir machen, könnten. Aber ich möchte jetzt noch keinen Ofen bauen. Okay, da kommt schon die Nacht. Ja, Katja. Ist schwer verletzt, bleibt also im Bett. Bruno ist hungrig und müde. Pavel ist hungrig und leicht verletzt. Der geht plündern. Und er steht wache. So, und jetzt müssen wir eine Entscheidung finden, wo wir hingehen, um was zu essen zu kommen. Ja. Da ist eine Gefahr im kleinen Wohnhaus. Da ist eine zerstörte Villa. Ja. Deserteure sind da. Ruhiges Haus, was haben wir da? Eine Menge Lebensmittel, eine Menge Medikamente, eine Menge Teile. Ja, ich glaube, das ist jetzt unser Ziel erstmal, oder? Hört sich auch nicht gefährlich an. Ich denke, dann werden wir das machen. Los geht's. Ne, kaputt war da ja nichts, ne? Sollten wir das mitnehmen für Holz? Ne, den Spaten wollte ich nicht mitnehmen. Da stimmt, glaube ich, nichts von zerstört. Drei Patronen nur noch. Aber ich glaube, das reicht auch. So gehen wir mal los. Auf geht's zum Plündern. Gut. Da sind wir und hier sind schon ganz viele Sachen, ne? Ja, erstmal nehmen wir alles hier. Gucken, was da ist. Was ist da hinten? Nichts. Ja, alles nehmen wir. Gucken wir ins Häuslein. Da hinten wird scharf geschossen. Da lodert das Feuer. Und da sitzt jemand.
Wie sind Sie hier reingekommen? Was macht er? Nix? Befürchte, dass ich nichts für Sie tun können. Tja, mein Guter, so leid's mir tut, aber... Wonach suchen Sie? Ja. Nach nix, ne? Er ist nicht in der Stimmung für Besuch. Na, dann gehen wir doch mal gucken, ne? Na, er kommt auch. Das will ich aber gar nicht. Zack. Bleib du mal da, wo du bist. Nein, ich werde dich nicht töten. Ich werde an den Kühlschrank gehen und mir was zu essen holen. Weil ich werde sonst verhungern. So, ihr könnt die Dosen essen. Viermal trinken. Die Kräuter nehme ich auch noch mit. Den Rest könnt ihr behalten. Kann ich auch nicht ändern. Ich werde euch nicht ganz ausrauben. Das würde ich nicht tun. Ja klar, stehlen wir. Bevor wir sterben, stehlen wir lieber. Die brauchst du sowieso nicht, die Teile. Den Dünger nehme ich auch mit. Der Tabak ist erstmal unwichtig. Den darfst du behalten. Nein, ich habe ja nicht das Essen genommen, mein Guter. Das ist nicht deins, das ist auch nicht mehr deins. Und jetzt kann ich nichts tragen. Das Holz nehme ich dann nicht mit, sondern lieber der Elektroteile. Ach, guck mal, da ist sogar noch ein Essen über. Das geht noch. Verlassen. Was ist das? Das ist ein Brief von Opa Bernhard an Allem. Es freut uns, dass du anfängst, dein Leben mit deiner Tante zu genießen. Der Krieg ist nicht so schlimm, es ist nichts für Kinder. Genau genommen sagen sie, dass es bald vorbei sein wird. Mach dir wegen uns also keine Sorgen und da geht es schon besser. Sie wollten nicht, dass ich es dir sage, aber sie bewahrt etwas Mehl auf, um dir diese Kekse zu backen, die du sehr magst. Und was mich angeht, nun, ich verspreche dir, dass ich die Schaukel reparieren werde, wenn du zurück bist. So. Ja, das ist von... Doch, den Verband müsste ich mitnehmen. Was lassen wir hier? Ich lasse die Kräuter hier, nimm den Verband mit. Die Tabletten können sie behalten, weil die braucht die Frau, stand da ja. Deswegen werden wir da jetzt nichts dran ändern. Ja, er läuft mir immer nach, das ist auch nervig, ne? Ihr habt alles verkauft, merke ich irgendwie. Die Tabletten kannst du behalten, obwohl... Ja, wir brauchen jetzt keine Tabletten, glaube. Da habe ich schon alles durchsucht. Dann machen wir mal die Tür auf. Lass das sofort sein. Was machen die da? Ha? Die Zahnräder will ich haben. Da lasse ich das Holz lieber hier. Was macht er? Eine Knarre holen oder was macht er? Gut, das bleibt noch. Da ist ein Ausgang. Er ruft nach Hilfe. Und das war der Kühlschrank, ne? Warte, da tue ich erstmal wieder das Fleisch rein. Nee, das nicht. Verlassen. Die gute Frau ist da eben drunter gegangen, glaube. Warte, habe ich das schon mir angeguckt? Ich glaube nicht, oder?
Komm schon, die Zeit rennt uns sonst davon. Nochmal Verband, ich habe 2, das reicht mir erst. Und da unten im Keller ist noch eine Tür, die gucke ich mir erstmal das an. Das nehme ich mit, den Kaffee können sie selber trinken erstmal noch. Gut. Ja, schön ist das nicht, was man hier macht, ich weiß, aber wir müssen auch ums Überleben kämpfen. So. Ach, guck mal an. Was ihr alle hier so hat, ne? Interessant. Waffenteile hier. So, das kriege ich jetzt nicht mehr mit. Was lasse ich dafür hier? Wenn ich was hier lasse. Ja, ich glaube, den Rest nehme ich mit. War das das jetzt hier? Ne, das war das, wo ich gesucht habe, ne? Genau. So, wir haben erstmal was zu essen. Wieso tun sie das? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Um zu überleben, oder? Da hinten oder hier vorne raus. Ich glaube, wir gehen hier vorne raus. Gut, dann würde ich sagen, für diese Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.